Frühschicht? Ja. Okay. Arabische Brot oder das hier, weiß ich nicht. Was hast du gemacht heute? Was hast du morgen für ein... Du hast morgen ein Fußballspiel oder so? So essen die immer. Mich das hasse. Was ist los, Rami? Boah, ich bin so satt, ne? Morgen, das Video, was online kommen wird, da werden die drei Gewinner feststehen, wer ein 100 € Gutschein für ein Tattoo bekommt. Voll warm hier. Boah. Leute, das ist so schön hier. Einfach die schönste Wärme. Mein Vater ist hier auf jeden Fall gerade am Liegen. Guckt hier gerade Fußball. Barcelona spielt gerade gegen Real Sociedad. Und wir gehen mal einfach kurz in die Küche und gucken da, was da abgeht. Zieh mal kurz Latschen an. Hallo? Oh, hi. Wie geht's dir? Machst du Video? Ja. Was machst du da Schönes? Ich mache dich Sucuk. Sucuk? Ja. Was gibst du heute zu essen? Ich gibst heute immer Sucuk mit Ei. Sucuk mit Eier? Genau. Aha. Eier. Freunde, ich bin gerade nach Hause gekommen und ja. Wo wart ihr denn heute? Wart ihr beim Türken? Wo wart ihr? Ich nicht. War Papa heute. Papa heute war beim Türken? Ach so. Da wollt ihr Frühschicht gehabt? Frühschicht? Ja. Okay. Ist auch nach Hause gekommen gerade, ne? Genau. Ja. Ich wollte normalerweise heute Grill machen, aber leider hat nicht geklappt. Okay. Weil Nadia war nicht da, Sami war nicht da, weißt du? Aha, aha. Dann schon, man muss alles zusammen sein. Genau, genau. Dann verschieben wir das einfach. Genau. Ich habe den Leuten versprochen, dass wir heute eigentlich einen Grillvlog rausbringen. Leider ist es dazu nicht gekommen, weil wir alle draußen waren und der eine war nicht zu Hause. Sag mal, Bäckerei. Ach, so, Brötchen gut? Gearbeitet und dann hat sie. Aha, dann snacken wir das Ganze gleich mit Brötchen. Zeig den Leuten mal einfach, wie du deine Sucuk mit Eier machst. Und dann können die Leute von dir einfach lernen. Ich weiß nicht, es gibt viele Arten von Eier zu machen. Normalerweise Sucuk und Eier, das ist alles gleiche. Ja? Ja. Echt? Einfach Sucuk und Ei. Nein, aber du musst das natürlich so ein bisschen, du weißt, was ich meine, so ja, diese ja. Nebenzutaten. Du hast doch deine eigenen Spezialzutaten, oder? Nur Sucuk und Ei und das passt. Aha. Ein bisschen Gewürze. Okay. Und nicht so viel, weil das Sucuk sind schon... Mit Knoblauch drin und so, ne? Ja, ist schon Knoblauch, zu viel. Alles drin. Ja, aha. Pfeffer okay. Und so, alles ist drin. Alles ist schon drin. Warum machst du da jetzt Öl rein? Weil Eier ohne Öl kann man nicht braten. Nur als Sucuk, nee, das schmeckt nicht. Das ist trocken danach. Aha, und das, und das, und das klebt dann an der Pfanne und so, ne? Genau. Ah, okay. Du fragst so dumme Dings, fragen Sie mich, okay? Du fragst mich, die merken, dass ich da mal ja. Freunde, mein Bruder... Hauch an der Sahne. Seite erstmal, danach Sucuk kommt ja. Rein und danach Ei kommt rein. Okay, ich will nicht so viel. Ja, deswegen mache ich nur 3 Stück. Okay. Ist so viel für dich drei? Nein, auf jeden Fall. Ich habe vorhin ein bisschen gegessen. Ich will nur ein bisschen Sucuk-Geschmack im Mund haben. Und ja. Zack. Auf welche Stärke machst du denn links? Auf kannst du 2 machst du. 2 rein. Warum auf 2? Dass man da nicht so schnell weiß, das brennt unten und das schmeckt auch nicht. Wo ist mein Löffel? Der Löffel? Hier. So. Mama, kannst du den Leuten mal sagen, was du immer so im Fenster stehen liegen hast? Was ist das hier zum Beispiel hier? Wie hast du das gemacht? Leute wissen nicht immer, was das hier ist. Das ist Käse, selbstgemachter Käse. Das ist selbstgemachtes Käse, Freunde, das ist bombenlecker. Ja, wie das hergestellt wurde, vielleicht irgendwann machen wir das mal einmal zusammen, drehen so ein Video. Das ist so heftig lecker, dieses Käse, Freunde. Das ist unglaublich, weil wir machen das, wir schneiden das klein, machen das in gekochtes Wasser rein und das ist dann so wie Gummi. Und das ist bombenlecker. Das sind ganz normale Oliven. Hier haben wir ein bisschen Paprika, Chili, was weiß ich. Da auch nochmal, jeder kennt die Freunde und halt Oliven. Genau, jetzt hat sie die Eier reingetan, macht sie ein bisschen Chili rein. Das ist scharf, ein bisschen. Scharf, ja. Okay, ja, ist auch gut. War nicht so scharf. Okay. Perfekt. Sehr gut. Okay. Mama, was hast du noch gekauft hier beim Türken? Paprika hast du hier gekauft? Sind die alle scharf? Das ist nur Paprika. Petersilie, Paprika. Nein, das ist nicht scharf. Sind die nicht scharf? Ohne Petersilie und Paprika, ich kann gar nichts in Küche arbeiten. Echt? Ich muss immer haben. Aha. Immer. Aha. Ich sage immer, kauf gar nichts, aber kauf nur Petersilie und Paprika. Kauf gar nichts.
Geht gar nichts. Geht gar nichts. Ja, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende gehabt. Tut mir echt leid, dass das Video heute ein bisschen später online kommt. War nicht meine Absicht. Wo warst du überhaupt, wenn ich frage da? Wo warst du den ganzen Tag? Ich war heute beim Kollegen. Schöne Küsse gehen raus an Hamudi. Die hatten einen schönen Abend gestern gehabt. Und ja, wir sind gerade nach Hause gekommen. Willst du Baguette dabei essen oder? Nee, sie hat doch Brötchen geholt, oder? Oder willst du Kuchen dabei essen? Hat die auch Kuchen? Ja. Ach was. Sag mal her. Ich hab nicht gesehen. Was hast du mir Kuchen geholt? Nachtisch. Oha. Was ist das? Ist Tiramisu-Kuchen? Tiramisu, ja. Das ist Erdbeer, ne? Mhm. Oha, die sind ja echt. Ein Kaffee gleich? Ja. Ein Kaffee gleich, ne? Ich glaube, ich esse diese. Meinst du? Meinst du? Das ist lecker? Arabische Brot oder das hier? Weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall ein paar Oliven dazu essen. Oliven? Ja, oder? Oder nicht so? Meinst du? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Die Sucuk mit Eier sind fertig. Hergestellt von Basnas Küche. Spaß. Mein Bruder Sami ist die ganze Zeit am Arbeiten, Freunde. Deswegen kann er die ganze Zeit keine Videos drehen. Der hat Spätdienst und ihr wisst ja mittlerweile, wo er arbeitet und was er arbeitet. Vielleicht können wir ihn mal besuchen gehen, wenn ihr Bock habt. Jetzt die Tage. Einfach mal so seine Firma reinplatzen. Und einfach gucken, was er da so macht. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mal in die Kommentare Hashtag Samis Arbeit besuchen. Dann gehe ich da einfach in die Firma rein und danach crash ich seine Arbeit einfach. Heute eine Mitarbeiter hat seinen Sohn mitgenommen, extra den Sam. Echt? Mhm. Ach was. Ja. Okay, hört ihr Freunde, heute hat ein Mitarbeiter von... zur Küche, kommt zu mir. Nein. Oha, krass. Oh, ganz lecker. Weißt du? Ganz lecker. Aber ich esse auch mit. Du isst auch mit, ne? Ich lag mal nicht. Zack. Simaro, was hast du? Warum ganze Zeit die Tisch sauber nachgerannt? Warum liegst du hier die ganze Zeit rum? Was hast du gemacht heute? Was hast du morgen für ein. Du hast morgen ein Fußballspiel oder so? Turnier. Turnier? Echt? Weltmeisterschaft? Keine Ahnung, ja. Wie keine Ahnung? Sven, du siehst gerade hier, Simon, echt was. Hast du Bock? Ja. Ja? In Block Tick spielt ihr, ne? Viel Spaß auf jeden Fall. Mach für mich ein Tor, ja? Killer. Yes, Freunde, jetzt wird auf jeden Fall gefootet. Ihr seid mit dabei. Es ist Samstag. Ich chill zu Hause. Und, ja. Hast du schon gegessen, Freund? Ja, ich hab ein bisschen gegessen. Was denn? Kebab Kofta. Aha, Chibab. Nein, Kebab Kofta. Kebab Kofta. Papa hat keinen Appetit gehabt, weiß ich nicht warum. Okay, warum hast du keinen Appetit gehabt? Blemenari, aha. Da. Aha, er hat keinen Hunger drauf. Ja, Halla. Ab jetzt, ich komm mal mit Videos zu dir und sag, was soll ich essen? Wallah. Dann macht sie mir alles essen, was ich haben will. Nur für Video. Ich hab das Video ausgemacht. Mit Chai gibt noch ein Brodé. Ich hab gerade ein Brodé, noch ein Brodé. Ja, Tschunakrini. Mach mal so, okay. Okay, sehr gut. Mit Chai gibt auch ein Jau. Was ist das denn? So lecker. Was ist das? Ich kann nicht gut probieren. Ich hoffe weiterhin, dass ihr meine Videos verfolgt. Bis zum Ende des Monats. Ich baller jeden Tag, wie gesagt, versprochen. Ein Mann, ein Wort. Jeden Tag ein Video. Zeige euch meinen Alltag, mein Leben, mein Hayat. Ihr verfolgt mich dabei. Und ja, Freunde, wir sehen uns einfach gleich. Wir gucken hier gerade Barcelona gegen Real Sociedad, wie gesagt. Und machen auch einen chilligen Abend. Und Eva Basch, bis gleich. Was ist das? Radieschen. Aha. Ja, aber kriegst du mal vom Mundgeruch davon, weil wenn man rübst und so, weißt du, der Nachgeschmack. Schmeckt. Probier mal immer und sag mal den Leuten, wie das hier schmeckt. Richtig lecker. Ja? Wie waren die Chinesen? Die Chinesen, ne? Ja, diese ASMR-Videos. Und so essen die immer. Wie ich das hasse. Bombe. Mein Chai ist auch fertig, Freunde. Ja, Halla. Cool. Zack. Zack. Und auf Napache, ja. Weil ihr kennt ihr das, aber es ist schon mal auch passiert bei euch,
dass ihr euren Glas mit Chai aufgefüllt habt und danach so ein Glas geplatzt einfach. Nicht, warum? Ich brauche auf jeden Fall Wasserkocher. Warum? Weil wenn du so reinmachst, kommt hier immer noch Wärme und dann platzt es irgendwann. Du musst immer reinmachen, warten kurz, dann wieder rein. Ein Glas Kaltbrot geben, ne? Heißes Wasser kann ich dann automatisch raus. Das alles sofort rein. Okay, ab heute hoffe ich die Gläser bei dir, lo? Mhm. Warum trinkst du? Das ist immer schöne Grüße genauso an Sven. Guck mal, einen Tag vor Spieltag, Weltmeisterschaft. Da ist Wasser drin, glaub mir. Trinkt der weiß, er ist dir für sich, Sven. Da ist Wasser. Ja. Morgen hast du einen sehr wichtigen Spieltag, Mann. Ja, Leute, mein kleiner Bruder ist Fußballspieler. An alle, die das nicht wussten. Hab seine Haare auch gestern geschnitten. Auf schnelle Weise. Ich sag, wie willst du den Haarschnitt haben? Er sagt, Mero. Die kleinen Kiddies heutzutage, Alter. Katastrophe. Was ist los, Rami? Ich bin so satt, ne? Und? War lecker? Ja, mal Dankeschön auf jeden Echt? Fall. Ja. Ich dachte, du kriegst Bauchschmerzen? Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich so viel gegessen habe. Da riech ich Mucke nach Knoblauch jetzt. Ja. Wegen Sucuk. Jetzt machen wir uns nach Tisch, ja. Bisschen. Haben wir Melonen, haben wir jetzt hier? Das ist Melone, ja. Aha, hast du schon vorbereitet? Melone essen und. Ach ja, Atma, da weißt du was, Leute, Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich und meine Mutter zusammen, jetzt bald, die haben ja bald Zuckerfest, dass wir in den Supermarkt gehen und im Supermarkt komplett richtig viel Süßigkeiten kaufen, richtig viel essen und was deinen weiß Nacken ich, können wir machen. Auf Dezember-Monatsgehalt. Auf deinen Nacken können wir gerne machen. Dann schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Supermarkt. Und ich schwöre es euch, wir werden zusammen die Läden leer räumen. Sollen wir machen? Auf jeden Fall können wir machen. Und Freunde, was ich vergessen habe zu sagen, an alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Morgen, Sonntag, ist die Gewinnspiel-Auslosung. Apex Tattoo Studio. Ihr habt noch einen Tag Zeit, geht alle auf die Seite. Freunde, vertraut mir. Morgen, das Video, was online kommen wird, da werden die drei Gewinner feststehen, wer einen 100-Euro-Gutschein für ein Tattoo bekommt. Also, geht nochmal auf die Seite von Apex Tattoo Studio, erster Link in der Bio, folgt dem jungen Mann und schreibt mal unter dem nicht letzten Bild, da wo wir beide stehen und unser Tattoo gegenseitig zeigen, schreibt in die Kommentare, markiert drei Freunde. Mehr verlangen wir von euch nicht. Folgen und markiert drei Freunde. Und dann könnt ihr morgen vielleicht einer der Gewinner sein von dem Tattoo-Gutschein. Und natürlich wird das Ganze auch gefilmt, wie die Gewinner ihr Tattoo bekommen. Also ich filme die auch. Wir gehen dann zum Laden und filmen alles. Das wird auch nochmal online kommen. Nächstes Jahr, aber gegen Januar. Weil dieses Jahr ist ja ausgebucht, also in einem Monat, circa eineinhalb Monaten. Und ja, Freunde, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einfach einen Kommentar. Kommentiert, ballert die Kommentare voll. Ich küsse eure Herzen. Rami Kev war wieder für euch da mit meiner Mama. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Bis morgen bei der Gewinnspielauslosung. Vergesst nicht daran teilzunehmen. Kommentiert mal das Video, wie ihr das fandet. Macht den Hashtags rein, auf was ihr Bock habt. Und ja, ich hoffe, das letzte Video mit der Fleischerei hat euch gefallen. Tut mir leid, dass wir keine Personas gemacht haben heute. Aber es wird auf jeden Fall verschoben, ne? Genau. Wird auf jeden Fall noch kommen, das Video. Aber auf jeden Fall machen wir. Genau. Ey, da, Leute. Hier könnt ihr einmal subscribe, meine Freunde. Hier, warte, hier könnt ihr die Glocke aktivieren. Ganz normal, damit ihr immer wisst, wann ein Video online kommt. Jeden Tag, Daily Upload, jeden Tag kommt ein neues Video online. Ganzen Dezember. Und Freunde, ich und meine Mutter heißen euch herzlich willkommen, würde ich sagen. Nein, ich nicht. Wollen euch schöne Grüße ausrichten aus meiner Hut in Bremen nach komplett Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Rami K. Abonnieren, schmecken, kommentieren, Daumen nach oben. Kiki.